Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, ja, die wievielte hundertste Folge haben wir denn schon bei Orcs Must Die 3, Alex? 1366 gefühlt. Genau, und da werden mindestens noch drei dazukommen jetzt, denn es gab ein neues DLC und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir gucken da nochmal geschwind rein, um das Ganze möglichst zeitnah, während alles noch heiß und fertig ist, irgendwie ja, für euch noch rauszubekommen. Und ja, der neue DLC, Cold as Ice heißt der, bringt Zyklopen, bringt eine, ja, Gold, ne, Gefl wie heißt es noch gleich? Geschmolzenes Gold, ne? Geschmolzenes Gold, ich zeig's gerade mal, weil ich denke, ich werde jetzt aufnehmen. Wir haben also zwei neue Sachen. Einmal Flammenwerfer, das ist das gute Stück hier. Und einmal geschmolzenes Gold, das habe ich schon so weit ausgerüstet, wie es geht, aufgerüstet, also aufgelevelt. Und die werden jetzt natürlich auch gleich zum Einsatz gebracht. Genau, du hast so ein bisschen Vorteil, weil du hast noch ein paar Schädel offen gehabt zum Skillen. Ich habe keine aktuell. Ja, und dann habe ich mir schon gedacht, Mensch, Flammenwerfer, da kenne ich jemanden, der mag das ja ganz gern. Und zumindest auf den Eiskarten, die wir da jetzt haben, also es gibt noch so Zyklopen als neue Gegner, die wohl ein bisschen was aushalten. Da wird es vermutlich ganz gut funktionieren. Bei anderen Karten, wo es feuerresistente Gegner wird, weiß ich nicht. Aber gut, schnack mal nicht lang rum. Wir wollen schließlich Orks metzeln. Deswegen, du hast doch schon brav bereit gedrückt, dann drücke ich mal spielen. Ich hab gelernt. Sonst kriege ich ja wieder einen Anschiss von dir. Ja, genau. Also ich bin hier noch so richtig im Oldschool Loadout unterwegs. So, wie funktioniert das nochmal? Ich hab's nicht wieder alles vergessen. Ach, da. Ja, du hast schon ein paar Tage nichts mehr gespielt, ne? Nee. Du bist ja noch weiter dran geblieben. Ja, so ein bisschen, Wie ja. kann ich denn jetzt die blöde Waffe auswählen? Ach so. Du drückst Ah, einmal okay. B Ja. und Ich hab's, ich schießt hab's. dann. Es braucht nur wieder 3 Jahre. So. Bevor ich da jetzt irgendwas drück, würde ich erstmal gucken, wie sieht denn die Map überhaupt aus? Kann ich Das was sieht mit den. zumindest mal so aus, dass es gibt mal ein Tor, wo sie am Anfang reinkommen und später wird es wohl auch noch mal irgendwo ein Tor geben. Ich suche nur gerade, wo was ist. Also, das ist tatsächlich bei neuen Karten immer so, dass erstmal wissen, wie der Flow hier ist. Oh, die geht auf Distanz. Ohohohohohohoho. Wie geht auf Distanz? Der Flammenwerfer geht auf Distanz. Ich bin verknallt. Er zündelt schon wieder rum hier. Ach, das sind Flieger. Da oben kommen Flieger dann nochmal. Ich sehe es gerade. Da ist der zweite Eingang. Ach nee, du, das ist ja aber blöd. Okay, Flieger bedeutet, ich sollte vielleicht irgendwie. Also mein Stab habe ich ja. Ja, meine Bogenschützen, die habe ich ja am Mann. Also ohne die geht es ja eh nie raus. Ja, aber Okay. die machen Feuerschaden, ne? Denke ich mal bei dir. Und bei mir auch. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall noch was. Ich guck mal, was wir noch nutzen könnten. Oh, es gibt noch ein neues Schmuckstück, sehe ich gerade. Zyklopenblick. Feinde werden benebelt. Nee, will ich jetzt nicht haben. Ja, was machen wir denn gegen die? Es ist auch schon wieder ein paar Tage her. Was habe ich denn sonst immer gegen die gemacht? Eigentlich mein Stab. Aber die fliegen schon sehr hoch. Deckenlaser. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich machen möchte, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mache wieder den Klassiker Ach, Deckenlaser. ich muss mal die Fallen mal nehmen, die ich sonst nie so nehme, um die mal aufzuleveln. Da hätte ich auch noch was Schönes. Okay, gut. Die kommen jetzt aber nicht in der ersten Welle. Trotzdem würde ich dann vielleicht schon mal. Oh Gott, Kohle ist ein bisschen enge hier. Sowohl lau, ich kapiere immer noch den Laufweg noch nicht so ganz. Moment, die kommen jetzt von hier und laufen da einfach straight hoch. Glaube, es Ah, gibt zwei Wege. okay. Ja, wir schaffen es nicht, dass wir die irgendwie wieder nur einen Gang lang führen, Doch, doch, wahrscheinlich, ne? natürlich schaffen wir das. Schaffen wir das? Doch, ja. Ich muss noch mal gucken, wo der Weg hier jetzt entlang führt. Also, da sind auch noch mal Treppen nach Dann oben. müssen wir uns aber entscheiden, welchen Gang wir lang führen, weil dann würde ich nicht schon mal diese Golddeckendinger da mal anbringen. Was auch immer Ja, das Moment mal. bringt. Also, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Hey, warum ist denn da noch ein Balkon? Was bringt der denn? Da gibt es mit Sicherheit später nochmal irgendein Portal, was aufgeht, würde ich jetzt mal vermuten. Sonst wäre hier nicht einfach nur ein Balkon, den du halt eh komplett dicht machen könntest. Hä? Okay. Ich arbeite mal mit dem, was ich hier sehe und mal mit dem, was ich hier habe. Und das ist hier ziemlich easy erstmal. Weil ich kann hier einfach eine Mauer reinsetzen, dann kommt hier schon mal nichts an.
schon wieder. Ich blick die Karte immer noch nicht so ganz. Ich bin hinten bei dem Portal hier. Ach, da. Und da habe ich den Weg, da braucht man nur eine Barrikade. Und dann müsste alles hier links kommen. Ja, dann setze ich doch mal. Setze ich mal hier und hier. Wie viel Kohle habe ich denn überhaupt? Moment mal. Wo stehen jetzt nochmal die Kohle? Unlinken. Ja, ach, doch, da. Unlinks. Mein Gott. Ich spiele gerade so, als ob ich das noch das nie in meinem Leben gespielt habe, ey. Das ist echt schlimm. Ja, ich spiele so viele Spiele irgendwie so simultan und nebenher und gleichzeitig und man kommt allmählich doch mit den Steuerungen dazu, durcheinander. Aber wo geht's denn hier? Ach so, da kann ich die Bogenschützen platzieren. Ja, also hier unten können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen verdichten dann, wenn dann nur normale Land-Orks kommen. Und jetzt soll die Frage, ne? Nicht genug Münzen. Na gut, das war's. Okay. Also, du jetzt einen Bogenschützen? Einen ganzen habe ich, ja. Ein Bogenschützen! Ja, Wahnsinn. Hammer, oder? Ja, der Wahnsinn, ja. Aber dafür habe ich 4 Gold-Dinger hingestellt. So, wie machen wir denn das jetzt da hier? Ich würde dann hier an dieser Engstelle da unten. Wo hast du nur die Gold-Dinger hingemacht? Ach, da. Ja, dann müssen sie doch eh lang, oder? Ja, aber. Nee, bau die doch mal um. Okay, wohin? Warte mal, ich baue die mal ab hier. Hey! Schau mal, hier unten, wo, gegenüber von der Barrikade. Da ist immer so eine Engstelle. So, hier, genau. Da, hier kannst du auch eine Decke machen. Ja, dann mache ich hier nochmal eine Barrikade hin. So zum Beispiel. Also kann ich die quasi dann da reinstützen. Jawohl. Es gibt keinen besseren Platz. So. Mehr habe ich nicht. Ja gut, dann kann ich noch einen Bogenschützen hinstellen. Ist doch schon mal was. Ja, könntest du auch mal. Okay. Okay, also, ich bin geil. Dann her mit der Horde. Ich bin gespannt. Komm, ich brech schon mal die Tür auf. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Hitler Zyklop, okay. Sie haben klar. Ein Tor aufgebrochen. Mach hier schon mal das, was ich immer mache. Ich versteine hier schon mal alles. Warte mal, und wir haben hier noch so Eisdinger, so Feuer. Ich muss ja gar nicht permanent Dauer drücken hier. Was macht er eigentlich, wenn ich das hier mache? Oh. Na endlich ist er wieder da hier. Flammenwerfer! Juhu! Brennende Orks. Aua, hör dir auf! Geht weg. Wehren die sich etwa? Ja, ey, Schweine, ey. Na, wo seid ihr denn? Hä? Ich dachte, da kommen welche. Jetzt hast du die alle schon wieder weggemacht. Zweite Welle. Da muss ich mich mal ganz kurz heilen. Ich komme da nicht hoch. Ey, die Bogenschützen nützen da oben sogar was. Das ist ja voll cool. Moment mal. Dann machen wir hier mal. Da kommen weitere Feinde. Ein bisschen Licht. Naja, sobald es geht. Oh, Moment mal. Die rennen ja schon durch hier. Ich muss ja hier wieder. Stein um Stein. Ja, lass mal durchrennen ein paar. Ich möchte mal sehen, was die Fallen machen. Ja, das sind schon welche durch. Den renne ich jetzt nicht nach. Na, was machst du denn, Falle? Ah ja, okay, ich verstehe. Sie werden goldige Trolle. Wie goldig? Oh, wo kommt denn ihr her? Muss ich da hinten aufpassen oder hast du alles im Wasser? Ich hab's. Okay. Ich glaube, ein bisschen was kommt noch. Der zuzelt mich an, oder wer? Oh, ich renn gegen die Mauer. Lass mich hier raus! Für den Ort! So, es kommt immer noch nichts von den Fliegen. Für den Ort! Nichtsdestotrotz würde ich da oben, glaube ich, trotzdem schon mal irgendwie einen Deckenlaser oder zwei platzieren. Ach, ich kann das? Achso, da. Sehr gut. Damit wir hier schon mal abgesichert haben. Ist ja alles noch Pillepalle, ist ja nicht der harte Schwierigkeitsgrad. So, ja, ich wäre soweit.
Ja, ich auch. Achso, ich muss drücken. Bereit, wie immer. Ich habe großes Vertrauen in die Fähigkeiten. Da kommen weitere Feinde! Ach ja. Moment mal, ich muss mal bei mir kurz was ändern. Bin gleich da. Ja, verlässt es sich wieder voll und ganz auf mich hier. Ja, du bist doch hier der Profi von uns. Ja, ja, ja. Oder komm auf Orks. Ah, kleine Mistviecher kommen. Ja, der ist aber. Den einen habe ich da, glaube ich, schon. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauen. Wie kannst du es wagen? Ey, was schießt mich denn hier ab? Bist du weg? So, dann haben wir noch so ein paar Nachzüge. Das ist sehr dankbar, der Karte bis hierhin. Ja, ja, gleich kommen die Flugeinheiten wahrscheinlich. Ja, da ist ja schon ein bisschen der Laser hinten dran. Könntest du noch mal ein bisschen umbauen? Ich baue dir das noch mal weg hier. Ey! Warte mal. Das hättest du früher nie gewagt. Das geht ja gar nicht. Ich wollte hier noch mal eine Barrikade reinbauen, aber dann haben wir gar keine Plätze hier. Mal schauen. Naja, wenigstens so. Ja, das geht. Eine exzellente Stellung. Ja, dann funktionieren deine Fallen doch viel besser. Viel besser, ja, warte mal. Mhm. Hab ich sogar eine Idee. Es funktioniert die eine noch viel besser. Jetzt mache ich da hinten noch den Deckellaser hin, den einen. So, pure Perfektion. Apropos, ich muss das Ding noch machen. Ja. Wo wäre denn das das Geschickteste? Moment nochmal, stopp, halt deine Ahnenbarrikade mal wieder weg. Weil wir brauchen zwei Spuren, damit die durchrennen. Du hast sie hier auf eine verengt. Ach, war das zwei Spuren, die wir zwingend brauchen? Ja. Ach, man merkt schon, ich war schon länger nicht mehr hier am Start. Hier werden sie Dann so. Na gut. Warte mal, funktioniert deine Goldfalle hier eigentlich noch? Das ist eine Wandfalle. Die funktioniert auch nichts mehr. Ja. Heieiei. Sorry. So, ich hab mal G gedrückt. Das sollte funktionieren. Ja, ich drück auch mal G. Fangen wir an. Wir müssen mal gucken, also da kommt jetzt erstmal Flieger. Ich guck mal hoch. Du hast hier unten, denke ich mal, alles im Griff. Ja, ja. Oh je. Okay, die krieg ich. Mit meinem Stäbchen. Hä? Kommen nur Flugeinheiten oder was? Nee, es kommen auch andere. Ah, jetzt. Also, keine Fluggegner mehr, gerade. Okay, dann sprinte ich wieder mit runter. Ein paar sind, glaube ich, schon durch. Also. Ja, sollen sie ruhig durch die Fallen gehen, überhaupt kein Thema. Aua, hörst du auf mich zu schlagen? Du Bäume? Eigentlich müsste ich diese Goldfallen viel früher auf der Map platzieren, damit wir auch was davon haben, wenn die mal ab und zu Gold droppen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo weiter früher geht, weil ich mein, viel läuft ja nicht durch. Gerade noch. So. Warte mal, da kommt noch irgendein Nachzügler. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, was ist denn das da hinten? Das, hä? Irgendwas Todes. Da war irgendein komisches. Was auch immer. Ich gucke jetzt erstmal wieder bei den Fliegern hinten. Ja, ja. Beziehungsweise macht er noch. Dicker Laser. Da kommen keine Flieger. Ist besiegt. Na, wo kommen sie denn? Da kommen sie. In der Luft. So, ich würde dich mal jetzt verlassen, ich muss mal die Flieger da wegmachen. Ja, ja. Alles im Griff. Kannst dich zu 100% auf mich verlassen. Mhm. Aua, der hat mich geschlagen. Das sind wir schon, das war ich auch schon.
Was ist das? Achso. Aber jetzt will ich mal sehen, was das macht. Ich lasse mal welche da. Ah, da regnet es Gold. Hui! Ja! Hui! Wir werden reich! Du hast aber ziemlich viel Kohle. So was sind denn das Totem? Ich sag doch, wir sollten die vorher platzieren. Ja, ich weiß, aber das hilft ja nichts, wenn da nur die eine Engstelle ist, die halt Sinn macht. Also richtig Sinn macht. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Oh, 10 Sekunden geht's weiter. Sehr gut. Mal noch eine Engstelle. Fluggegner im Anflug! Mist, das war ein Fehler. Jetzt kann ich sie mal wegbauen. Obwohl es sind zwei sein. Ja, passt. Ich glaube, da kommen sie noch. Gerade eben erstmal nur noch Fluggegner. Flugis! Ah, von wegen. Wir haben Gäste. Na, dann empfang sie doch mal sehr warmherzig. So, sind sie wieder da? Ich bin betäubt. Aua, hör auf. Jo, ich geh hoch, aber. Könnt ihr mal aufhören? Ich will nur die Falle aufstellen. Ich bin tot. Na gut. Zweiter Versuch. Wir kennen uns doch. Ich war der mit dem tollen Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob der zweite Angriff vom Flammenwerfer irgendwie besser ist. Ich kann mich noch nicht so entscheiden. Diese Entscheidung überlasse ich dir. Du bist hier der Feuermeister. Wie viel Gold bringt das eigentlich, weißt du das? Ja, keine Ahnung. Er lässt halt ab und zu mal was droppen. Also da war noch ein Totem. Da ist auch noch ein Totem. Ah, da ist auch noch ein Bogenschütze. Das war erquickend. Ach wie, wir sind schon fertig. Ja, das ging schnell. Was soll denn das? Ja, aber die Zeit haben wir leider nicht geknackt. Ja. Na, um eine ganze Minute, heieiei, haben wir uns angestellt. Ja, hallo, ich muss erst mal hier 2 Minuten klarkommen, was ich überhaupt noch hier machen muss. Ja, aber dann, ja, war das schon mal der Einstieg für die, für den kleinen Mini-DLC? Dann sind wir ja eigentlich schon wieder fertig. Mensch, aber es kommen ja noch mehr Orks und es kommen noch mehr Zyklopen und es kommen noch mehr Ogre. Das heißt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut doch einfach morgen wieder rein. Dann gibt es noch mehr davon. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.